Darkwing Blast ist jetzt hier und heute gibt es einmal die besten Karten aus dem Set. Ich habe schon sehr, sehr viel über dieses Set gesprochen, aber heute möchte ich noch einmal so 5, 6 Karten highlighten, wo ich der Meinung bin, ey, die sind gut und das sind so Stichpunkte, was die Karten tun, warum die Karten auch gut sind, meiner Meinung nach sogar die besten Karten des Sets sind. Fangen wir einmal an mit 2 Karten, die Commons sind aus dem Set, die jetzt nicht zu den großen Archetypes gehören, die sehr gut sind, denn ich werde für jeden Archetype eigentlich nur eine Karte wählen, bis auf die beiden jetzt hier. Und das sind 2 Naturia-Karten. Ich weiß, das klingt zwar, oh mein Gott, Naturia, aber Naturia kriegt in diesem Set signifikanten guten Support, der wirklich auch das Deck vorantreibt. Und wir fangen einmal mit Kamelie an. Kamelie ist ein Level 4 Monster, was die Fähigkeit besitzt, auf Beschwörung eine Naturia-Karte vom Deck auf den Friedhof zu legen. Das klingt jetzt erstmal nicht so dramatisch. In Kombination mit den anderen Karten wird es aber spannend. Die hat noch eine zweite Fähigkeit, die sagt, dass Naturia-Effekte, die Monster tributieren würden, also Naturia-Monster, stattdessen auch die obersten 2 Karten vom Deck auf den Friedhof legen können. Das nimmt so ein bisschen die Schwäche der Naturia-Karten raus, weil viele dieser, sag mal, Low-Level-Naturia-Monster hatten die Fähigkeit, selber zu tributieren oder Naturia-Monster zu tributieren. Da sind sie immer extrem minus gegangen, um die Effekte zu resolven. Das nimmt das so ein bisschen raus, dass es halt nicht ganz so dramatisch wird, wenn sie die Effekte aktivieren möchten. Aber der gute Effekt von Kamelie ist eigentlich genau der, dass die quasi sagt, falls dein Gegner ein Monster als normale Spezialbeschwörung beschwört, kannst du ein Naturia-Monster von deinem Friedhof spezial beschwören. Das heißt, der Effekt selber sagt zwar, schick auf den Grave und special dann, aber eigentlich sagt der special aus dem Deck, weil du kannst sie auf den Friedhof legen und dann kannst du sie aus dem Friedhof halt spezial beschwören, wenn der Gegner irgendwas tut. Ist also eine sehr, sehr spannende Karte. Das ist aber nur eine von den guten Karten. Die zweite Karte, die Naturia Maurus Grille. Ich weiß, der Name ist unglaublich gut. Die Karte ist sogar noch ein bisschen besser. Denn die hat die Fähigkeit, während der Main Phase als Schnelleffekt, sich selber zu tributieren und dann ein oder zwei Monster aus dem Deck zu specialen. Das ist abhängig davon, wer das Monster mit der höchsten ATK auf dem Feld hat. Wenn es euer Gegner ist, könnt ihr 2 Monster beschwören. Wenn ihr das seid, dann halt nur 1. Aber selbst ein Monster aus dem Deck zu specialen, ist halt ziemlich gut. Und das ist ein Quick-Effekt. Und viele von diesen Naturia-Karten, das unterschätzen sehr viele, haben Effekte, die was annullieren können, was zerstören können. Das könnte wirklich als Deck-Strategie wirklich gut funktionieren. Jetzt nicht Top-Tier-Meter, aber ich halte die für sehr gute Karten. Die Karte hat noch eine weitere Fähigkeit und die sagt nämlich, wenn euer Gegner ein Monster aus dem Ex-Deck spezial beschwört oder ihr ein Naturia-Monster aus eurem Ex-Deck spezial beschwört, könnt ihr die Karte vom Friedhof spezial beschwören. Das heißt, selbst in der gegnerischen Runde, wenn ihr was beschwört, holt ihr die zurück, aktiviert den Effekt, könnt 2 Monster specialen. Das ist ein guter Effekt. Dürft man nicht unterschätzen. Also auf jeden Fall Naturia ab heute ein spielbares Deck. Platz Nummer 4 auf meiner Auflistung für die besten Karten aus dem Set ist einmal Sprite Sprint. Die habt ihr alle schon mal gesehen, die braucht ein Level 2 Monster und ein anderes Monster, um beschworen zu werden. Die hat die Fähigkeit auf Beschwörung, dass die ein Level 2 Monster vom Deck auf den Friedhof jagen kann. Das ist ein ziemlich guter Effekt. Das haben wir so stehen. Die kann in der Runde, in der die beschworen wurde, nicht als Linkmaterial benutzt werden, was ja auch sinnvoll ist, sonst wäre die Karte halt ein bisschen strong. Und die hat die Fähigkeit, wenn ein Monster spezial beschworen wird, während ihr ein XC-Monster habt, sonst klappt das nämlich nicht, könnt ihr ein Material von einem XC-Monster von euch abhängen und dann ein Monster vom Gegner wählen und das auf die Hand zurückgeben. Das ist der Effekt, der am wenigsten relevant ist, aber der trotzdem halt gut ist. Muss man einfach fairerweise mal so sagen. Im gleichen Atemzug gibt es noch eine Fallenkarte für das Sprite-Deck-Thema. Ich blende sie kurz einmal ein. Die Fallenkarte ist ziemlich gut, die kann Monster klauen, die kann Sachen aus dem Friedhof zurückholen. Ist eine sehr gute Karte. Ob die jetzt wirklich Smashers ersetzen wird, keine Ahnung, weil ihr braucht dafür auf jeden Fall das Link 2 Monster auf dem Feld, sonst klappt das halt nicht. Aber es ist eine sehr, sehr gute Karte. Vielleicht spielt man sogar nachher beides, wird sich halt zeigen. Bevor wir jetzt mit den nächsten Karten weitermachen, lasst mir doch gerne mal ein Like dafür das Video, wenn ihr mehr solche Arten von Videos sehen wollt. Dann mache ich die gerne mal häufiger für euch. Die nächste Karte ist einmal der abgeheuerliche Lubellion. Ich weiß, dieser Name, darauf haben wir gewartet. Die haben Bystial, wie sie glaube ich jetzt im Englischen heißen, oder Bystial, zu abgeheuerlich gemacht. Das ist fast der gleiche Move wie Tränenklage. Fast der gleiche Move. Aber nichtsdestotrotz ist Lubellion ein unglaubliches
Monster. Also die kann erstmal nicht normal spezialbeschworen werden, außer durch den eigenen Effekt, was per se nicht gut ist, aber ist erstmal nicht schlimm. Dann hat die Fähigkeit, dass ihr die von der Hand abwerfen könnt, um euch einmal ein abgeheuerlich Monster von eurem Deck eurer Hand hinzuzufügen. Dieser Name, der wird mich noch verfolgen. Das ist erstmal per se ein guter Effekt, weil so bekommt ihr den Friedhof, kriegt ein plus 1 und ihr habt die Fähigkeit, dass ihr sich vom Friedhof spezial beschwören kann, indem ihr spezifisch ein Level 6 oder höher finsternes Drachenmonster als Tribut anbietet. Dann könnt ihr die von Hand oder vom Friedhof spezial beschwören. Und das macht die Karte halt gut, weil ihr könnt ihr discarden, könnt was adden, könnt meinetwegen mal spezial beschwören, könnt es tributieren. Also die Kombo sollte, denke ich, klar sein. Ist eine sehr gute Karte. Das ist aber nicht alles, was die Karte macht. Die Karte sagt nämlich einmal pro Spielzug, dass ihr eine Branded Zauber- und Fallenkarte von eurem Deck offen in die Zauber- und Fallenkarten zulegen könnt. Deswegen ist Lobelion auf jeden Fall auch eine der besten Karten aus diesem Set, weil die halt extrem viele Vorteile generieren kann. Und es gibt sehr viele gute Branded Zauber- und Fallenkarten, die permanent sind, die vorher nicht wirklich gespielt wurden, weil die halt zu langsam waren oder die halt eine Do-Nothing-Karte waren, wenn die aktiviert wurden. Allerdings ist es halt so, dass dadurch, dass wir die jetzt aus dem Deck aktivieren können, es sich lohnt, die auf 1 zu spielen, damit wir die aktivieren können und über Rebellion halt einfach nochmal dieses Extra-Plus mitnehmen können. Das nächste Monster ist einmal für eins der besten Decks im aktuellen Format. Das ist einmal Tränenklage Rulkalos. Was kann die tolle Karte? Die tolle Karte sagt, dass Aquamonster nicht mehr durch Kampf zerstört werden können. Und das habe ich die letzten Male komplett überlesen. Das ist ja richtig witzlos. Ihr könnt also nicht mehr Tränenklagemonster durch Kampf überrennen, damit die Effekte nicht triggern, sondern ihr müsst die durch Karteneffekte vom Feld entfernen. Das gibt dem Deck auf jeden Fall neue Möglichkeiten, um verschiedene Sachen rumzuspielen. Der andere Effekt ist aber der viel wichtiger ist. Die hat die Fähigkeit, wenn euer Gegner einen Effekt aktiviert, Zauberfall oder Monstereffekt, vollkommen egal, der einen Effekt beinhaltet, der etwas spezial beschwören würde, können wir die Aktivierung annullieren. Und dann können wir ein Tränenklagemonster von der Hand oder vom Feld auf den Friedhof legen. Das heißt, wir können was negieren und kriegen noch ein Plus. Die zerstört allerdings nicht, das ist ganz wichtig. Was bei vielen Karten egal ist, was bei einer Karte wie Nibiru aber nicht egal ist, denn die bleibt dann auf der Hand. Die hat noch einen anderen Effekt. Wenn die durch einen Karteneffekt auf den Friedhof gelegt wird, könnt ihr die vom Friedhof zurück spezial beschwören. Das heißt, selbst wenn ihr nur dieses Monster habt und ihr aktiviert den Effekt, legt die selber auf den Friedhof, könnt ihr die zurück spezial beschwören. Ist also inhärent eine sehr, sehr gute Karte. Jetzt sprechen wir einmal über die Jungs von Sleeve Chief, denn die haben am 23.10. einmal wieder ein paar neue Höhlen für euch mit dem Motto Darkwing Blast. Deswegen heutiges Video. Macht irgendwie Sinn. Da könnt ihr euch Höhlen, die aus dem OCG von Konami importiert sind, hier ins TCG für einen soliden Preis besorgen. Wenn ihr das machen möchtet, unten in der Videobeschreibung ist ein Link. Ab Sonntag gibt es da wieder einen Haufen Höhlen. Zum Beispiel diese tollen Pyroxen-Höhlen, die halt ultra nice sind, muss ich fairerweise sagen. Ich finde die halt super hübsch. Und Platz 1 ist hands down die beste generische Karte aus Darkwing Blast. Die heißt jetzt Kashtira Fenrir. Also Kashtira ist der neue Archetype und Kashtira Fenrir ist die beste Karte meiner Meinung nach aus Darkwing Blast. Für alle, die Karte noch nicht gesehen haben, warum auch immer. Diese Karte hat die Fähigkeit, wenn ihr keine Monster kontrolliert, dass ihr die selber spezial beschwören könnt, ohne Kosten. In eurem Mainfield könnt ihr euch einmal pro Spielzug ein Kashtira Monster von eurem Deck der Hand hinzufügen. Das Witzige bei Fenrir ist, der kann sich auch selber suchen. Das heißt, selbst wenn ihr eurem Side-Deck nur drei davon spielt, könnt ihr den einen specialen, den anderen suchen. Also ihr habt auf jeden Fall noch ein extra Monster, was ihr benutzen könnt. Der Effekt, der aber wichtig ist, ist der letzte Effekt. Und das ist der Ich-bin-ein-bisschen-unfair-Effekt. Der hat die Fähigkeit, wenn diese Karte einen Angriff deklariert oder wenn der Gegner einen Monster-Effekt aktiviert, können wir eine offene Karte vom Gegner auf dem Spielfeld wählen und die verdeckt verbannen. Das heißt, das ist eine Reise ohne Wiederkehr für die Karte. Und das ist komplett free. Es wird hier oft verglichen mit der Karte Panker Drops. Panker Drops ist eine unglaublich gute Karte.
Ich glaube, dass Pankotrops in den meisten Szenarien sogar die bessere Karte ist, weil die mehr TK hat und Quick Effect sich vom Feld entfernt, um was zu outen. Aber diese Karte ist unglaublich mächtig. Ich würde mir davon ein Playset besorgen, wenn ich die Möglichkeit hätte. Allerdings wird die gerade so hoch gehypt, dass der Preis... Oh mein Gott, kauft die nicht für 40 Euro. Das ist eine Ultra Rare aus dem Hauptset. Die sollte maximal 30 Euro gehen, selbst wenn die Karte insane ist. Einfach mal kurz drüber nachdenken, dass ihr nicht zu viel für diese Karte ausgibt, obwohl sie unglaublich mächtig ist. Es ist eine Karte, die nicht mandatory ist, aber sehr, sehr gut ist. Wenn ihr von mehr Karten hören wollt, die euch in Zukunft ein bisschen hops nehmen können, guckt euch auch mal dieses Video an. Da habe ich euch ein paar mehr Karten gezeigt, als nur die ich heute gezeigt habe. Nämlich auch die Ichizu-Karten. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.